So, und für Medienarchäologen hier im Raum, was ihr hört, also für die Jüngeren bei euch, das nennt man einen Overhead-Projektor, einen Überkopf-Projizierer. Hast du den neuen Trailer zu dem neuen Jurassic World-Film schon gesehen? Leider ja. Ist dir irgendwie was aufgefallen, was vielleicht nicht ganz so dem wissenschaftlichen Stand der Forschung entspricht? Ich glaube, mit Hinblick auf die Zeitplanung des Abends frage mich lieber, was mir aufgefallen ist, was der wissenschaftlichen Forschung entspricht. Oh, das würde mich interessieren. Gibt es Dinosaurier mit Federn? Ja, allerdings glaube ich nicht im Trailer. Ja, was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Also Geophysik ist langweilig und Umweltphysik ist toll. Nein, in Deutschland ist Geophysik alles, was so mit der Erde innen drin zu tun hat, also irgendwie Mantel und Kern, und das bewegt sich alles auf riesigen Zeitskalen, so ähnlich wie die Paläontologie, und das fand ich nicht so... Ach, ja, ich wollte lieber was machen, wo ich wirklich so im Alltag einen Bezug dazu habe. Ja, und so bin ich bei der Umweltphysik gelandet. Also ich kenne das noch aus meiner Schulzeit, für alle anderen, das läuft rein analog, das ist nichts Digitales, das ist sozusagen auch jetzt keine irgendwie... sagen wir so, ausgreiftes holographisches Experiment. Nein, das ist einfach nur eine Projiziermaschine, die mit durchsichtigen Folien funktioniert. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Okay. Warum hast du angefangen, Physik zu studieren? Wegen dem vielen Geld und den schönen Frauen. Das war in der Zeit, als du noch an Märchen und so weiter geglaubt hast? War das nein. Also als Physiker muss man so ein bisschen neugierig sein. Sich nicht vom Mathe und sowas drin abschrecken lassen. Aber es ist eigentlich so, ein Physiker fragt eigentlich immer so, warum ist das so? Warum ist der Himmel blau? Janina, was hat dich zur Biologie getrieben? Das war schon immer in mir drin irgendwie. Und hier seht ihr den Effekt, wenn man die Folie falsch rum auflegt. Was dadurch passiert, dass die Folie halt durchsichtig ist und man sie sozusagen von zwei Seiten auflegen kann. Und du hast mir gesagt, du wolltest auch weniger mit Higgs-Bosonen und sowas herausfinden, weil man dann dauernd im dunklen Keller rumhängen muss, sondern ja, wolltest raus in die Welt. Genau. Und hast mir gesagt, als Umweltphysikerin, du bist schon in den Alpen gewesen, in Spitzbergen, und demnächst fährst du zum Kilimandscharo nach Tansania. Ja, aber wenn also alles gut geht, ja. Raus aus dem Labor, rein in die Genau. Moment. Ja. Okay. Gut, dann, wir werden dieses hochproblematische technische Problem vielleicht gleich lösen. Oder ihr fühlt eure Fähigkeiten im Spiegelschiff lesen. Ja? Und? Ja, die Feinkalibrierung könnte noch ein bisschen... Super. Warum sind deine Haare so unglaublich voluminös? Ja, obwohl ich muss sagen, mit den Glatzen, ich trage ja unter den Haaren auch eine Glatze. Ne? Also, okay, nur weil das eben so... Leute, die Frage beantwortet, ja. Ja. Also, aber der Schnurrbart ist echt, oder? Ja, nee, das ist alles echt. Also. Okay, du bist Physiker, und bevor ich hier noch durchphysikalisiert werde, lasse ich dir die Bühne. Dr. Dante Barnabai ist, Sprachwissenschaftler. Er hat, wie sagt man, promoviert über den Bindestrich. Er hat ein Buch geschrieben über die Verwendung des Bindestrichs, ist Sprachwissenschaftler, aber nicht nur, sondern auch Doktor der Chemie. Und wie kam das, dieser Switch von der Chemie zur Sprachwissenschaft? Was war an dem Trailer oder was war an dem Film noch halbwegs wissenschaftlich? Ja, ich glaube, dass sie Geld machen wollen damit. Ich glaube, das wäre das Einzige, was mir spontan einfällt. Also, kannst du mit deinen Dinosauriern Geld machen? Nee, aber ich möchte auch gerne. Und wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich wahrscheinlich auch Menschenleben riskieren, um Geld zu verdienen. Aber wie jeder Wissenschaftler im Endeffekt. Aber wie kommt der Chemiker zu einer sprachwissenschaftlichen Arbeit? Antwort: Man muss als Chemiker in der Lage sein, Sprache zu analysieren. Das ist ein Teil der Chemie. Und dann muss man sein, zweitens, Luxemburger. Das heißt, man muss eine gewisse Sprachkompetenz haben. Nicht nur Deutsch reden, aber ich habe das Abitur in Luxemburg gemacht, vor vielen Jahren, schriftlich, in 13 Fächern
auf Französisch. Das heißt, ich kann Französisch so gut wie Deutsch. Sie brauchen jetzt nicht zu klatschen, das ist eine Wahrheit. Wann war das bei dir so? Dass ich biologisch bin? Ich weiß nicht. Nee, dass du Biologie studieren willst. Ich meine, dass du biologisch bist, das kommt ja irgendwie. Ich weiß nicht, so mit 15 oder 16 habe ich gemerkt, dass mich das interessiert, ja. Okay. Hast du irgendwann gedacht, ich will nochmal was anderes machen? Ich habe mit 15, 16 auch überlegt, ob ich Jazz-Saxophon studiere, habe es aber verworfen und bin jetzt hier. Okay, gut. Dann, im Schweiße deines Angesichts, viel Spaß mit Janina Otto. Ja.